Er sei missverstanden worden und die Medien würden aus einer Maus einen Elefanten machen. So reagiert Vizekanzler Strache heute auf die Aufregung nach seinem gestrigen Interview im ORF. Strache hatte die zentrale Unterbringung von Asylwerbern in Kasernen erwogen, samt einer Ausgangssperre in der Nacht. Heute heißt es wieder, das sei kein Thema. Asylwerber in Privatunterkünften, vermittelt oder betrieben von NGOs. Obwohl diese Art der Unterbringung den Staat am wenigsten kostet, ist sie der FPÖ ein Dorn im Auge. Heinz-Christian Strache sieht darin Geschäftemacherei und will erreichen, dass der Staat wieder die Kontrolle über alle Unterkünfte hat. Doch wohin dann mit den Flüchtlingen? Dazu hat Strache gestern Abend folgende Idee. Mein Modell ist, dass wir von den NGOs weggehen in eine staatliche Betreuung und dass es da oder dort auch Sinn ergeben kann, vielleicht die ein oder andere leerstehende Kaserne auch zu nutzen. Das ist durchaus überlegenswert. Darüber hinaus stellt sich Strache noch eine Art Ausgangssperre für die Flüchtlinge vor. Nachts sollen sie nicht mehr ins Freie dürfen. Es ist ja auch so, dass sehr wohl auch in der Vergangenheit darüber diskutiert wurde, ob es nicht dann auch so sein soll, dass ab einer gewissen Abendzeit dann auch alle wieder in der Kaserne zu sein haben. Ne? Ich sage, es muss das ja heißt, hier da auch werden eine, Sie eingesperrt eine quasi, nicht oder? Eingesperrt, nein, aber es braucht ja auch Ordnung, solange es sozusagen ein offenes Asylverfahren gibt. Diese Aussagen sorgen für Wirbel. Internationale Medien berichten vom scharfen Law-and-Order-Kurs der neuen Rechtsregierung in Österreich. Auch manche Juristen und Wiener Sozialpolitiker schütteln den Kopf. Flüchtlinge einsperren. Das ist ein dummer Vorschlag. Unnötig, abgesehen davon, dass es gesetzeswidrig ist und verfassungswidrig ist und EU-rechtswidrig ist. Er ist auch inhaltlich dumm und durch nichts begründet. Die Unterbringung in Kasernen ist rechtlich möglich, es ist kein Problem. Sie in der Nacht einzusperren ist ein Problem, das ist eine Freiheitsbeschränkung und man kann Asylwerber nicht ohne Grund nur deshalb einsperren, weil sie Asylwerber sind. Heute rudert die FPÖ zurück. Bei der Regierungsklausur in der Steiermark heißt es plötzlich, war alles so nicht gemeint. Manchmal ist man dann fast schon belustigt, was da teilweise dann wieder hineininterpretiert wird und wie aus einer Maus dann irgendein Elefant produziert wird. Der blaue Verteidigungsminister erklärt gar, seine Kasernen stünden nicht zur Verfügung. Also ganz offen, das ist im Moment überhaupt kein Thema nicht, das war auch nicht Thema der Klausur. Und ich sage auch, dass hier meinerseits das nicht angebracht ist und auch in meinem Ressort kein Thema ist. Die Kasernenidee ist also schon wieder abgesagt. Bleibt noch der Vorstoß des stellvertretenden FPÖ-Chefs vor 3 Wochen. Wenn man die Quartiere zum Beispiel in Gegenden unterbringt, wo weniger Menschen wohnen in der Stadt, dann wäre das eine Möglichkeit. Wo zum Beispiel? Es gibt in Wien genügend Gebiete am Rand, wo weniger Menschen wohnen. So eine Art Ghettos am Rand, wenn man es jetzt böse formulieren will? Nein, überhaupt keine Ghettos. Es geht darum, insgesamt, dass man Sicherheit einfach herstellt. Heute will Strache auch davon nichts mehr wissen. Neue Massenquartiere werde es nicht geben, so plötzlich die neue Linie. Es ist kein Thema, weil wir sie nicht benötigen, denn unser Ansatz ist ja der, die Grenzen zu schützen, illegale Migration zu stoppen und wir haben zurzeit keinen Bedarf an Objekten. Ja. Erst provozieren, dann relativieren, schreibt der Deutsche Spiegel heute. Vielleicht ist das ja die neue Strategie der FPÖ in der Asylpolitik.